Weihrauch trifft Igor Osim. Sie sind 1931 im Königreich Jugoslawien geboren. Ihre Kindheit, was war das für eine Zeit? Ja, eigentlich eine sehr normale Zeit. Dann die Kriegszeit von 40 bis 45, das war keine besonders schöne Zeit. Und auch die Zeit nach dem Krieg war keine besonders schöne Zeit. Es war halt eine karge Zeit. Aber ich bin heute froh, wir haben damals sehr viel gelernt. Man hat mehrere Sachen gelernt. Man hat Disziplin gelernt und man hat gelernt, an die anderen Leute zu denken. Sehr altmodisch heute. Waren Ihre Eltern Musiker? Wie kamen Sie zur Geige? Wissen Sie, ist keine so besonders romantische Geschichte. Wahrscheinlich mein älterer Bruder hat Geige gespielt. Und was macht der kleine Bruder wohl? Der spielt auch Geige. Und es gibt noch immer, mein Bruder, der ist leider schon gestorben, er war wesentlich älter als ich, hat gesagt, es hat Zeiten gegeben, als ich besser gegeigt habe als mein Bruder. Das hat auch gestimmt, aber nicht lange. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Sie 14 Jahre alt. Gab es für Sie auch was anderes als Geige üben? Ja. Das war nicht im Stile, im heutigen Stile, wissen Sie, dass man die Dreijährigen, die üben 8 Stunden am Tag oder die Fünfjährigen 8 Stunden oder 7 Stunden am Tag, davon habe ich auch schon gehört. Nein. Das war nicht besonders. Ich habe vielleicht 1 Stunde am Tag geübt. Ich habe mich erst eigentlich recht spät entschieden, Geiger zu werden, so mit 16 oder sowas. Hätte auch was anderes werden können. Aber dann hat mich doch die Geige angezogen. Und wie kam das? Weiß nicht, Zufall, keine besonderen Ereignisse. Ich habe auch Klavier gespielt. Ich habe sogar zu der Zeit, als ich 16 war, 16, 17, habe ich sogar Klavier als zweites Hauptfach studiert. Ja. Hat mir nicht geschadet. Wünsche es manchen Studenten heute. Man hat eine ganz andere Auffassung von Musik. Und ein ganz anderes Hören und ein ganz anderes Verständnis von Musik, wenn man auch Klavier spielt. Das ist wichtig. Heute sind wir zu sehr spezialisiert. Heute gibt es besondere Geiger, aber immer weniger wirklich besondere Musiker. Und viele brauchen Zeit, ne? Braucht Zeit und vor allem Liebe und Interesse. Man muss die Liebe zur Musik haben, man muss interessiert sein. Ich habe das Glück, wissen Sie, dass ich auch heute noch interessiert bin. Ist kein großes Geheimnis. Ich würde sehr gerne meine Zeit hier in Kronberg dafür verwenden, bei den Kollegen zuzuhören und was lernen. Ist kein Geheimnis. Aber leider habe ich nicht die Zeit. Auch diese Zeit, die wir heute, Sie wissen ja, wie schwer das zustande gekommen ist und wie oft wurden Sie versetzt. Sollte er heute Mittag oder um 6 Uhr oder wann? Um 19.15 Uhr war der erste Termin. Ja. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft und das ist gut. Dann mal kurz zu den 40er Jahren. Welche Menschen begegneten Sie Ende der 40er Jahre? Wie erfuhren Sie von Max Rostal? Über ihn erfuhr ich eigentlich so um 7 Ecken irgendwie, dass in London ein berühmter Schüler von Karl Flesch wohnen würde, der auch ganz erstklassigen Geigenunterricht gibt. Und ich war damals als Stipendiat des British Councils nach England gekommen und ich war eigentlich nach dem Bruch von Jugoslawien mit Russland, wir sagen heute Russland, damals UdSSR, nachdem Tito sich verkracht hat, war ich der erste Student, der nach Westen studieren ging. Die anderen vor mir gingen immer alle nach Moskau, da gab es keine andere Möglichkeit. Ich war wirklich, glaube ich, der erste Student, der nach dem Westen studieren ging, nach London, eben zu Max Rostal. Haben Sie Max Rostal geigerisch alles zu verdanken? Was zeichnete ihn als Lehrer aus? Eigentlich, was ich heute sagen kann, ist, dass ich ihm, man könnte sagen, ich habe ihm alles zu verdanken. Weil was ich hauptsächlich gelernt habe, natürlich, man hat viele kleine Details gelernt, aber was ich hauptsächlich gelernt habe, war irgendwie gescheit darüber nachzudenken. Und ich habe ein gutes Gymnasium besucht, ein klassisches Gymnasium, und da haben wir gelernt, bis zum Ende zu denken. Das hat mir auch geholfen. Aber die hauptsächliche Anregung war eigentlich bei ihm die, dass wir gelernt haben, selbst zu denken, selbstständig zu denken. Und also ich verdanke ihm eigentlich alles.
Vielleicht wäre er heute gar nicht so einverstanden mit der einen oder anderen Sache, die ich mache. Aber das ist ein Detail, wissen Sie. Das Denken und die grundsätzliche Anschauung und Zugang zur Arbeit, das habe ich wohl von ihm gelernt, muss ich sagen. Also er hat Ihnen freies Denken beigebracht. Ja, ja. In den 50er Jahren gewannen Sie den Karl-Flesch-Preis und den internationalen Musikwettbewerb der ARD. Welche großen Konzerterlebnisse kamen und erinnern Sie? Wissen Sie, ich habe damals ja als Student in London gelebt und dann auch nachher habe ich oft monatelang in London gelebt und da hatte man sehr viele Konzerte. Möglichkeiten, sehr viele Konzerte zu hören. Aber ich kann mich nicht an irgendein besonderes Konzert erinnern, das mir so in Erinnerung geblieben wäre. Ich habe viele gute Konzerte gehört. Ich habe auch damals als junger Geiger in Slowenien, jetzigen Slowenien, damaligen Jugoslawien, sehr viel Gelegenheit gehabt, mit den Künstlern, die zu uns gastieren kamen, eigentlich sehr gute Kontakte zu haben. Ich wurde eingesetzt als Dolmetscher für David Oistrakh oder so, oder für Schering oder wer schon halt gekommen ist, oder Ritchie. Das war eine unglaubliche Gelegenheit und ich wünsche mir heute nur, dass ich damals den Verstand von heute hätte, dann hätte ich noch viel mehr gelernt, als ich gelernt habe. Ein Ereignis bleibt mir in Erinnerung, wirklich in Erinnerung. Ich war bei einer Probe mit David Oistrakh. Damals spielte er noch mit Jan Polski und er hat Ravel Zigan geprobt am Vormittag und ich habe geblättert bei der Probe. Und er machte einen Intonationsfehler auf der letzten Seite von der Zigan. Und ich kann mich bis heute erinnern, er hat sofort aufgehört und hat die Stelle ganz in Zeitlupentempo einmal nachgemacht. Somit wirklich gefühlt, wo die Töne sind. Und dann ab dort war es wieder makellos. Ist mir bei ewig im Gedächtnis geblieben, wie er das gemacht hat, mit welcher Bedächtigkeit und wie präzise. Das war wirklich ein Abtasten vom Griffbrett, wo das ist jetzt, was er gerade daneben gespielt hat. Er war ein sehr bescheidener und sehr, sehr großzügiger Mann. Sehr großzügig mit anderen und sehr pedantisch mit sich selbst. Er war ein großer Mann. Auch eine große Person, wissen Sie. Jemand, den man wirklich respektieren konnte. Nicht nur als Künstler, sondern auch als Mensch. Das hat man dann auch in seiner Musik gehört. Und Sie sagen, Sie haben Henrik Schering getroffen? Bitte? Sie sagen, Sie haben Henrik Schering getroffen? Wen? Henrik Schering. Ja, auf dieselbe Weise. Ja. Und ich war beinahe befreundet mit allen diesen Leuten dann am Ende. Wenn man mehrere Wochen mit denen auf Reise war durch das Land und ihnen geholfen hat, sich irgendwie zurechtzufinden, waren sie dankbar. Ich glaube, ich habe mehr gelernt beim Abendessen als in meinen Geigenstunden. Informell. Keine Geigenstunden, sondern man hat geplaudert einfach. Und da habe ich mir einiges gemerkt, was ich oft erst später irgendwie verwerten konnte. Ich war damals zu dumm, ich war 20, 22, 23. Man ist nicht so gescheit. Ich versuche das oft daran zu denken, wenn ich heute über irgendeinen Studenten denke, mein Gott, der könnte ja wirklich darüber nachdenken, dann denke ich mir, ich habe auch nicht über alles nachgedacht, was mir geboten wurde. Also man muss schon die Kirche im Dorf lassen. Und was war Schering für ein Mensch? Schering war ein großartiger Geiger, ein großartiger Künstler und als Mensch war er, wie soll ich sagen, vielleicht etwas zwiespältig. Mal so. Aber an seinem Spiel hat man davon nichts gemerkt. Bach war ja damals Referenz, ne? Bitte? Ja, das war für uns alle eine Referenz. Man versuchte so Bach zu spielen wie er. Das war ein Heiligtum sozusagen, was sich auch leider ein bisschen wieder verändert. Aber wissen Sie, meine Idee ist, dass alle diese Leute, wie Schering zum Beispiel, der ein großer Denker war auch und ein sehr belesener Mann,
Ich glaube, er hätte auch sein Spiel verändert. Ich weiß noch, dass ich mit ihm einmal Abend gegessen habe, kurz vor seinem Tode in Köln schon damals. Er hat ein Beethoven-Konzert gespielt und nachher haben wir Abend gegessen. Und er hat gesagt, weißt du, ich würde heute gerne noch eine neue Aufnahme von Bach machen und ich würde gerne eine neue Notenausgabe von Bach Solosonaten machen. Er hat eine Ausgabe bei Schott gemacht und er war nicht mehr damit zufrieden. Leider habe ich ihn nie gefragt, was er ändern wollte. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er einiges ändern wollte. Alle diese Leute haben permanent gelernt. Ich kann mich noch erinnern, als ich noch Student in London war, als ich David Oistrakh gehört habe bei seinem vielleicht damals ersten Auftritt in der Albert Hall. Spielte Brahms-Konzert, Raturan-Konzert und Mozart A-Dur. Sein Mozart A-Dur war damals, wollen wir sagen, ziemlich kyrillisch geprägt. Und Jahre später, als er seine späten Aufnahmen von den Mozart-Sonaten machen, war das vorbildlich, stilistisch. Diese Leute haben alle gelernt, ein Leben lang. Waren diesbezüglich ein großes Vorbild, muss ich sagen. Ich versuche noch immer zu lernen. Ist nie zu spät. Wodurch kam Ihre Idee, ich möchte unterrichten? Also unterrichtet habe ich eigentlich sehr gerne schon als Student. Was heißt unterrichtet als Student? Meine Kollegen sind zu mir gekommen und haben gefragt, wie soll ich dies oder jenes üben? Weil mich hat schon damals interessiert, wie etwas hergestellt wird. Ich war aber nicht ein Kind, das eine Eisenbahn auseinandergenommen hat oder sowas, das alle seine Spielzeuge in Bestandteile zerlegt hat und dann nicht mehr zusammengekriegt hat. Das war ich nicht. Aber bei der Geige hat es mich wirklich interessiert, wie es funktioniert. Und dadurch habe ich eigentlich nicht unterrichten angefangen, aber ich habe den Kollegen geholfen, wie man eine Stelle so oder so übt. Vielleicht dank meines ersten Lehrers, der Schewtschik-Schüler war in Slowenien. Damals waren viele Lehrer in Prag geschult oder in Wien oder zum Teil in Paris, aber meiner war aus Prag. Und da haben wir viel sehr Methodisches gelernt, was für einige vielleicht neu war. Und das, ich kann nicht sagen, ich habe angefangen zu unterrichten, aber ich hatte meine erste Professur mit 30 Jahren. In Laibach an der Hochschule und dann 3 Jahre später in Köln. Und dort habe ich 40 Jahre gelebt. Und dann hatte ich parallel die letzten Jahre noch eine Professur in Bern, als Nachfolge von der Klasse von Rostal, von meinem Lehrer. Und jetzt in Salzburg auf die alten Tage, auch schon 12 Jahre. 12 Jahre? 11 Jahre? 11 Jahre. Zeit läuft schnell. Aber ich bin immer noch am Lernen. Max Rostal studierte bei Karl Flesch. Sie bei Max Rostal, beschreiben Sie Ihre Schule. Seine Schule oder meine? Ihre. Wissen Sie, meine Schule ändert sich so. Man hat mich oft gefragt, ich soll ein Buch schreiben, aber ich mache es nicht. Weil meine Meinung über gewisse Sachen sich nicht ständig ändert, nicht irgendeiner Mode nach, sondern weil ich Neues dazu lerne. Und dann muss man die alten Sachen revidieren. Also ich kann das nicht beschreiben. Es gibt keine Regeln und jeder Student ist auch anders. Jeder Student braucht anderen Unterricht. Es gibt gewisse Grundsätze. Also ein Grundsatz von mir ist, dass musikalische Fehler entstehen meist durch unzulängliches technisches Können. Das kann ich heute noch unterschreiben. Das ist schon seit vielen Jahren meine Meinung und von der bin ich noch nicht abgewichen. Die meisten musikalischen Fehler, notabene musikalischen, nicht technischen. Die meisten musikalischen Fehler entstehen, weil man etwas technisch nicht beherrscht und nicht herstellen kann. Also besonders heute, wo wirklich sehr Hochkarätiges passiert auf unserer Szene, da kann man nicht gut genug sein. Und man muss viele Tonleitern üben, heute auch noch, so wie vor 300 Jahren. Das hat sich nicht geändert. Unser Beruf hat sich eigentlich sehr wenig geändert. Man lernt was Neues dazu, aber die Prinzipien bleiben eigentlich dieselben. Und oft lesen wir auch alte Bücher von damals illustren Lehrern, ob das jetzt Leopold Mozart war oder Geminiani. Oder unlängst habe ich ein Spohr-Lehrbuch gelesen, Spohr-Violinschule.
Ich habe etwas gesucht, was ich dann nicht gefunden habe letztendlich, aber ich habe was anderes gefunden, was für mich eine Bestätigung war von dem, was ich auch denke. Ein guter Lehrer, sei es noch so gut, kann keine Begabung verschenken. Man kann die Begabung nicht größer machen, als sie vom lieben Gott oder von wem schon auch immer gegeben wurde. Aber man kann sie ausbauen bis zum Ende oder man kann sie verkümmern lassen. Mehr kann man nicht machen. Habe ich mir nicht ausgedacht, sondern der Sport. Schon damals galt das. Das hat sich bis heute nicht geändert. Trotz allen modernen Errungenschaften. Wir können heute unseren Hausmeister in der Hochschule beibringen, wie er ganz ordentlich Geige spielt. Das konnte man vielleicht vor 200 Jahren nicht. Man hätte es auch nicht gemacht. Aber heute können wir sowas fast herstellen. Aber begabt wird er deswegen noch immer nicht sein. Er ist wahrscheinlich begabt für was anderes. Aber nicht für Geige spielen. Jeder Mensch ist begabt. Jeder Mensch ist für etwas begabt. Nur die Mühe ist herausfinden, wofür er begabt ist. Deswegen gibt es so viele Leute, die mit ihrem Beruf nicht zufrieden sind. Und wer den Geigerberuf wählt, muss wissen, dass es eine sehr große Liebe zur Musik und zum Instrument braucht, weil man wahrscheinlich vieles zurückstecken muss im Leben, um wirklich gut zu werden. Das ist kein leichter Beruf, aber ein schöner. Was ist für Sie das Wichtigste bei jungen Geigern? Was muss man mitbringen, um bei Ihnen Geigenunterricht zu bekommen? Neugierde. Neugierde, lernen zu wollen. Und das klingt sehr einfach, aber es ist nicht immer vorhanden. Manche Leute wechseln den Lehrer zu dem Lehrer, der ihnen verschafft, eine Karriere schnell zu machen. Dazu gehöre ich nicht. Ich bin kein Manager, ich kann nur Geige unterrichten und ich kann gute Musik vermitteln. Hoffe ich. Hoffe ich. Aber mehr nicht. Mehr nicht. Neugierde gehört dazu. Wie man etwas noch besser und noch besser und noch besser macht. Und wie man sich mehr dem Werk der Musik nähert. Wissen Sie, in Englischen gibt es ein wunderbares Wort, Interpreter. Auf Deutsch heißt es Interpret. Und das klingt irgendwie sehr hochgestochen. Ich bin Interpret von Musik von Bach oder ich bin ein Interpret von Mozart. Auf Englisch heißt Interpret einfach ein Dolmetscher. Und ich glaube, das sind wir. Mehr sind wir nicht und weniger auch nicht. Wir sind Dolmetscher, die die schwarzen Punkte auf weißem Papier dolmetschen für ein Publikum. Und wenn man ein guter Dolmetscher sein muss, muss man das, was man dolmetscht, sehr gut verstehen. Sonst dolmetscht man schlecht. Man muss das sehr gut verstehen. Und das hat kein Ende. Man kann nie sagen, ja, jetzt habe ich es verstanden. Man hat nicht alles verstanden. Nie hat man alles verstanden. Weil die großen Genies, so wie Mozart oder Bach oder es gibt etliche, die waren wirklich so genial, dass man das ein Leben lang nicht ganz begreifen kann. Man kann aber versuchen. Man kommt der Sache näher. Ganz zum Ende kommt man nie. Sie geben viele Meisterkurse. Nun sind Sie in Kronberg und bei der Kronberg Akademie. Wie ist das Niveau? Das Niveau hier ist sehr hoch. Das Niveau hier ist sehr hoch. Es ist, ich glaube, für die Studenten sehr gut, dieses Niveau zu sehen, weil es ein sehr internationales Niveau ist. Wenn Sie, wenn irgendjemand in seinem, ich sage jetzt Dorf, kann auch eine große Stadt sein oder eine große Hochschule. Wenn er dort ein großer Star ist, bedeutet das noch immer nicht, dass ein Kronberg ein großer Star ist. Und das ist sehr positiv. Da können die Studenten sehr viel lernen, wie das allgemeine Niveau auf der ganzen Welt heute ist. Es sind viele Studenten hier aus Japan, aus Amerika, aus Korea, aus China. Und das sind die Zukunftsländer. China ist ein Zukunftsland für Geige heute. Wenn Sie sich, ich habe keine Statistik gemacht, wie viele Studenten aus Asien kommen. Ich glaube sehr viele, vielleicht die Hälfte. Und es ist ähnlich auch an den Hochschulen. Wir haben sehr viele Studenten, die aus dem asiatischen Raum kommen, ob das jetzt Japan oder Korea oder China ist. Überall. Also es erneuert sich immer wieder. Wir sind nicht die alleinigen Herrscher mehr als Europäer. Aber eingebildet sind wir noch immer. Ja. Über welche Schüler denken Sie gerne nach, wenn Sie so zurückdenken? Eigentlich über alle. Wissen Sie, es ist so ein Prinzip des Unterrichtens,
man lernt von jedem Schüler etwas. Von den ganz, oder will ich sagen, besonders Begabten oder besonders Guten lernt man, wie man es wirklich machen soll. Und von den nicht so Guten lernt man, wie man es auf keinen Fall machen sollte. Also man lernt von jedem, wenn man willens ist zu lernen. Wenn man nicht willens ist zu lernen, lernt man nie. Aber das ist nicht so gut in unserem Beruf. Wir müssen nie aufgeben zu lernen. Gibt es einen Komponisten, den Sie am liebsten unterrichten? Bitte? Gibt es einen Komponisten, den Sie am liebsten unterrichten? Den nicht? Den Sie am liebsten unterrichten? Nein, eigentlich nicht. Ich unterrichte alle gern. Mhm. Wissen Sie, es gibt Studenten, von denen man eventuell die ganz besonders Begabten denkt, oder zumindest ich denke so, ob der bei mir oder bei sonst jemandem Unterricht hat, der wird immer ein guter Geiger sein. Er wird immer ein guter Geiger werden. Während ich von einigen denke, wenn die nicht auf meine Hilfe angewiesen sind, wird nicht so besonders gut laufen für sie. Also man kann den mittelmäßigen Studenten besser helfen als den Höchstbegabten. Die Höchstbegabten helfen sich selbst, sind Autodidakten. Das war immer so und wird wahrscheinlich so auch bleiben. Jeder Mensch studiert bei sich selbst letztendlich. Ich habe unlängst einer Studentin, einer sehr guten Studentin gesagt, die mich gefragt hat, wo sie noch weiter studieren soll, habe ich gesagt, nirgends, bei dir selbst. Fang an, deine eigenen Fehler zu machen und daraus zu lernen. Ja. Und wissen Sie, heute studiert man, vielleicht ist das eine persönliche Meinung, viel zu lange. Früher haben die Leute so, ob das jetzt Fritz Kreisler war oder wer schon auch immer, die haben so mit 12 Jahren ihren Grand Premier Prix in Paris gemacht und dann waren sie Autodidakten und haben wohl wahrscheinlich auch einigen Mist verbraten in diesen ersten Jahren und dann daraus gelernt und es besser gemacht. Und auch, wenn Sie denken, auch so jemand wie Heifetz, unser König unter den Geigern, unbestritten für alle. Wenn Sie Oistrakh gefragt haben, wer ist der beste Geiger, hat er gesagt, ich weiß nicht, aber wer der Zweite ist, aber ich weiß, wer der Erste ist, und das ist Jascha Heifetz. Da waren sich alle einig. Und diese Leute haben aufgehört, ich weiß nicht, wann Heifetz aufgehört hat mit dem Unterricht bei Auer, aber relativ früh, so vielleicht mit 15, 16. Und der Unterricht damals war ja auch nicht so, dass man so unterrichtet hat. Die haben voneinander gelernt, die Klasse war sehr gut. Und dann haben sie voneinander gelernt, einer vom anderen. Und so lernen die guten Studenten. Aber das war das, was ich ursprünglich gesagt habe. Die Neugierde ist das größte Merkmal eines guten Studenten. Die Neugierde. Immer weiter zu lernen. Egal wo. Egal wo. Man kann immer viel lernen. Von den Guten und von den Mittleren und von den Schlechten. Das ist eine sehr komische Attitüde, ich weiß, aber es ist so. Und es funktioniert auch. Was wünschen Sie sich von der Zukunft? Naja, wissen Sie, die Zukunft, ich bin kein Schwarzmaler und kein Schwarzseher, ich bin im Grunde genommen ein optimistischer Mensch. Ich glaube, dass heutzutage gegeigt wird besser denn je. Ob bessere Musik gemacht wird denn je, das bin ich nicht mehr ganz so sicher. Und der Trend geht mehr und mehr in diese Richtung. Wenn Sie denken, Kreisler hat vielleicht viel geübt, irgendwann in seinem Leben, vielleicht als Kind oder so, aber später hat er Bücher gesammelt in Cunabola und hat viel gelesen und hat ungern geübt. Man sagt ja, dass seine Frau ihn immer mit kaltem Wasser übergossen hat im Bett, damit er aufgestanden hat und damit er aufgestanden ist und geübt hat. Sagt man, ob es wahr ist oder nicht, kann ich nicht bestätigen. Aber das war so ungefähr die Attitüde. Es waren sehr kultivierte Menschen. Und wenn man sie gehört hat, eine Beethoven-Sonate oder sowas zu spielen oder ein Brahms-Konzert, dann kam das alles zum Vorschein. Eine ganze Kultur. Und heute ist das sehr arg spezialisiert. Sehr arg spezialisiert. Man weiß über jeden Ton Bescheid, wie man ihn greift und wie man 10 Töne auf einmal greift und wie man sie alle findet. Aber vielleicht nicht so viel über die Zeit, wo Beethoven und Mozart gelebt haben und wie sie gelebt haben und über die Werke. Das vielleicht nicht so viel. Ich habe einmal einen Studenten gefragt, ob er eine Partitur von einem Violinkonzert hat. Er hat gesagt, nein. Habe ich gesagt, wieso nicht? Das musst du selbstverständlich, musst du das sofort anschaffen. Du kannst nicht ein Violinkonzert lernen, ohne die Partitur zu studieren. Er hat gesagt, was nützt mir das? Ich kann nicht einmal den Bassschlüssel lesen. Das ist wirklich eine wahre, sehr traurige, aber wahre Geschichte. Er war wenigstens ehrlich, das ist auch schon eine große künstlerische Eigenschaft, ehrlich zu sein. Also da war er gut drin. In Ehrlichkeit war er gut drin, aber im Bassschlüssel war er nicht besonders gut. Auch haben alle diese Leute sehr gut Klavier gespielt.
Kreisler hat hervorragend Klavier gespielt. Es gibt eine Aufnahme von ihm, wo er eine sehr schwere Klavierstimme, ich glaube Caprice Venois, mit seinem Bruder am Cello spielt er Klavier. Und ich weiß, als ich war bei irgendeinem Bartok-Festival in Ungarn, in Budapest, als dann gerade die Revolution ausgebrochen ist und wir konnten eine Woche nicht wegfahren. Und da waren wir gestrandet in einem Hotel, da war Schering auch bei demselben Festival, und er hat mit mir die Brahms D-Moll-Sonate auswendig am Klavier gespielt. Da will was heißen. Erstens ist es ein sehr schweres, technisch sehr schweres Spiel. Und er hat sehr gut gespielt. Und zweitens, er brauchte keine Noten. Er hatte so ein gutes Gedächtnis. Das waren gute Musiker. Und das vermisse ich ein bisschen in der jungen Generation. Die Neugierde und rundum ausgebildet sein. Rundum interessiert für die Musik, nicht nur für die Geige. Selbstverständlich. Wir müssen auch an der Geige interessiert sein. Nicht nur an der Musik, aber auch an der Musik insgesamt. Das vermisse ich vielleicht. Deswegen kann ich nicht sagen, wie die Zukunft sein wird. Immer besser, immer schneller, immer lauter, das ist sicher. Ob es immer tiefer gehen wird in die Musik, das bin ich nicht so sicher. Aber ich hoffe, man soll nie die Hoffnung aufgeben.